Ja, alles zusammen Leute, willkommen zu diesem Video. Es geht heute um die Scheinwerfer vom 5er, vom E39. Es sind nicht die von dem, sondern von dem Diesel. Und zwar seht ihr die hier. Die Scheinwerfer haben ein Problem und warum die halt nicht im Auto drin sind, ist eigentlich wie bei jedem zweiten E39, dass die Verstellplastikdinger, wie auch immer man die Dinger nennt. Ich zeige euch mal hier einen kaputten Satz. Und zwar sieht das Ganze so aus. Das ist, wenn die kaputt gehen. Und so sollten die aussehen. Da sind so Nasen dran, so Kugelnasen, die dafür zuständig sind, dass man den verstellen kann. Das ist in dem Fall hier kaputt. Wie merkt ihr, dass er kaputt ist? Ganz einfach. Und zwar geht einfach mal hier hinten an euren Xenon-Brenner zum Beispiel oder halt bei dem Vorfluss ist halt einfach den Stecker und bewegt den ganzen mal. Einfach so. Versucht den zu bewegen. Und dann guckt mal auf die andere Seite. So, und oberhalb, da wo sich das Ganze jetzt bewegt, ihr seht, das ist halt nur oberhalb. Unten bleibt gerade. Nur oben bewegt sich das und oben sollten eigentlich die Versteller sein. In dem Fall sind die Versteller tatsächlich gebrochen. Das merkt ihr auch in dem Fall, wenn ihr zum TÜV fahrt zum Beispiel und eure, ja, ich sag jetzt mal, Scheinwerfer einstellen lassen wollt und das einfach nicht funktioniert, haben wir hier das Problem, dass die Scheinwerfer quasi sich nicht einstellen lassen, weil die oberen Nasen hier von dem Verstell, von der Verstelleinheit, ihr seht, die laufen hier drinnen, dass sie da weggebrochen sind. Das ist halt aufgrund des Alters, guckt sich das an. Das ist einfach nur, mit der Hand hier, ich habe sie gerade gar nicht fester gemacht. Ihr kriegt das so kaputt gebrochen, weil das halt einfach nicht mehr hält. Das ist so alt. Na gut, jetzt hält es jetzt. Glück gehabt. Auf jeden Fall, die tauschen wir jetzt. Und dann kommen die hier rein. Und dann wird unser Scheinwerfer sich auch wieder verstellen lassen. Um die Versteller zu tauschen, müssen wir den Scheinwerfer irgendwie öffnen. Und das geht nur in Verbindung mit einem Heißluftföhn. Heißluftföhn könnt ihr euch überall kaufen, logischerweise. Und zwar braucht ihr den Heißluftföhn, um das Ganze warm zu machen. Ich weiß nicht, ob der normale Haushaltsföhn vielleicht auch sogar funktioniert. Könnte sein, gehe ich aber nicht von aus. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ihr müsst jetzt den ganzen Scheinwerfer quasi damit heiß machen. Ihr fahrt quasi hier entlang, da wo die diese quasi schwarze Linie die weiße das Glas trifft. Und vorher, was wir vorher machen, ist, wir nehmen uns einen Schraubendreher und werden das Ganze hier hochhebeln, die Haken hier, wo das Glas mitgehalten wird, also in dem Fall ist es kein Glas, das ist Plastik, aber hochhalten. So lange draufhalten, bis das Ganze heiß geworden ist und dass er quasi so nach oben steht. Der ist jetzt quasi hier in seiner Position fest, weil wir den so warm gemacht haben, dass es ein bisschen geschmolzen ist. Das ist aber gewollt so. Also zumindest habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass es so eigentlich wesentlich einfacher geht, weil sonst ihr gegen diese Haken arbeiten müsst. Ihr müsst das halt warm machen, aufziehen, immer wieder die Haken nach oben machen. Ist aber nicht weiter tragisch. Ihr macht alle Haken so wie hier und dann könnt ihr in Ruhe das Ganze warm machen. Und immer wieder versuchen, irgendwo so ein bisschen zu hebeln, aufzuziehen. Das ist langwierig, das dauert ein bisschen. Das ist nicht in 5 Minuten gemacht, aber es funktioniert, glaubt mir. Ich gehe jetzt die ganze Zeit entlang mit dem und versuche, das so ein bisschen aufzudrehen hier die ganze Zeit. Also sie geht sogar tatsächlich relativ gut. Aufpassen, ihr seht es, ich mache jetzt hier so leichte Kitschen rein. Also wenn euch das egal ist, macht es weiter so. Jeder wie er mag halt. Mir ist es persönlich egal. Ihr könnt natürlich auch einen Klebheber benutzen oder sowas. Das geht natürlich auch. Das Ding ist jetzt, wenn ihr den auf der einen Seite gelöst habt, so wie ich jetzt hier, der ist natürlich auf der anderen Seite auch noch fest. Am besten ist, wenn ihr das so ein bisschen jetzt in der Position lasst, wie ich das jetzt gerade mache, das so ein bisschen wieder abkühlt. Und dann macht ihr den Schraubendreher wieder raus und macht das Ganze von der anderen Seite. Das müsst ihr, denke ich mal, so ein, zwei Mal machen und dann sollte das Ding auch rauskommen. So, ich habe da jetzt schon quasi auf der Rückseite, sind wir jetzt gerade,
Das Problem ist, ihr müsst aufpassen, wenn ihr da hebelt, wo es so weich ist, dann muss das nicht unbedingt funktionieren, weil ihr dann quasi das Plastik hier verbiegt. Aber wie ich gesagt habe, das ist nicht weiter tragisch. Ja, hier ist es zu weich, glaube ich. Ja, hier ist es zu weich. Hier war ich relativ lang drauf. Aber es kommt, es kommt, es kommt. Ganz langsam und vorsichtig. Ja, wir müssen gleich mal gucken, dass wir die CTFL-Ringe bzw. so Standlichtringe, die Angel Eyes. Ah, siehst du, jetzt ist hier schon gebrochen. Da ist es aber auch nicht weich gewesen. Aber es ist nicht weiter tragisch. Also ist, mir persönlich macht es jetzt nichts. Ihr solltet aufpassen. Aber es bleibt eigentlich schon fast nicht aus. Jetzt kommt er aber hier. Ja, der ist halt, ja, wir drehen das jetzt nochmal um. Jetzt machen wir das Ganze mal von oben. Weil das ist schon locker hier. Ihr seht das. Da ist nicht mehr viel. Ja. Dann sind das hier oben noch ein bisschen blockiert jetzt. Guck mal, man kann hier so ein bisschen reingehen. Da kann man sie sehen, genau. Ihr müsst gucken, dass die hier quasi da runterrutschen. So, dann passiert nichts. Dann können die auch nicht kaputt gehen. Hier auf der Seite ist es genauso. Einfach so ein bisschen dahinter und dann versucht ihr das ein bisschen rauszuhebeln. Das sieht jetzt schwerer aus, als es ist, ist es aber gar nicht. Wenn es einmal so weit auf ist, kommt ihr da ganz, ganz einfach dran. So, ihr seht, das ist jetzt relativ weit auf. Ich drücke nur noch hier hinten an der hinteren Seite. So, das geht schon fast von alleine auf. Wie gesagt, ihr könnt noch mal mithebeln, aber das ist jetzt eigentlich schon fast nicht mehr nötig. Oh, jetzt kommt er auch langsam ganz von alleine. Ja. Das Schöne ist, ihr braucht theoretisch auch keine neuen Kleber. Das ist halt sehr, sehr schön. So, ich ziehe jetzt hier ganz leicht. Das sieht ein bisschen komplizierter aus, als es ist, aber ihr müsst einfach nur ein bisschen Geduld haben. Dann geht das wirklich von alleine. Ich will sogar hier nochmal ein bisschen warm machen. Weil hier war irgendwie relativ kalt. Ach, komm an. Ja, hier ist ein Plastik. Genau. Ein bisschen zäh das Ganze hier. Das ist ein bisschen Plastik. Genau. Und quasi der. Jetzt kommt er hier. Ich ziehe nur noch dran, der ist nirgendwo mehr fest. So, es ist nur noch der Kleber. So. Und das war's auch schon. Klebestreifen machen. So. Somit hätten wir die jetzt schon ab. Ist auf jeden Fall wesentlich besser gewesen als die erste Runde bei uns. Sprich, bei uns ist einer von denen hier abgebrochen. Das habe ich ja eben schon mal gesagt. Ne? Die sind hier weggebrochen. Und die kommen hier drauf und werden darauf gesteckt. Also das Problem ist, wenn ihr das schräg abzieht, dann verkantet ihr das sehr wahrscheinlich. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber wir haben es jetzt echt relativ gut hier hinbekommen. Klar hat man jetzt hier oben so leichte ja, Kerben, aber die könnt ihr auch entweder wieder runterfeilen oder wieder warm machen und so ein bisschen halt, ne? Also das ist jetzt, ich weiß nicht, wie gesagt, ihr könnt natürlich auch einen Plastikheber nehmen oder sowas, dann dauert das Ganze natürlich ein bisschen länger, aber ihr macht halt nichts kaputt. Jetzt sehen wir hier, was wir quasi reparieren müssen. Und zwar hier. Da oben und hier hinten. Die Dinger gehen meistens kaputt, halt auch in dem Fall hier. Im nächsten Schritt müssen wir hier unseren, ja, das nennt man ja nicht Brenner. Der Brenner ist ja die Glühbirne selber. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, wenn ich hier so, ich nenne das Ding jetzt einfach mal Treiber. Ja? Weil das ist das Ding, was die Hochspannung erzeugt. Und dann geht das hier in den Dings. Weißt du das nicht?
Transformator ist das? Ah, ein Transformator, Leute. Ich habe ja die Quelle hier neben mir. Ne? So, hier müssen wir abschrauben. Das sind 3 Achter. Ja, das sind auch so Grobgewindeschrauben. Ja, ganz easy. Davon sind 2 Stück. Und die dritte ist nur eine Mutter. So. Und hier haben wir die nächste. Warum wir die abschrauben müssen, ist, weil wir an die Leuchtreihenregulierung müssen. Weil die müssen wir auch rausnehmen. Es kann sein, dass das ohne geht, aber bei uns hat es jetzt nicht funktioniert ohne. Deswegen haben wir jetzt einfach gesagt, wir schrauben das Ganze ab. Dann sind wir auf der sicheren Seite und ihr halt auch. Dann nehmen wir uns hier einen Torx. Und zwar ist das ein T20. So. Und jetzt müssen wir ein bisschen fummeln. Ihr müsst es raushebeln und zur Seite kippen. Welche Seite ihr das kippt, das könnt ihr quasi euch hier angucken. Hier fallen uns schon die Halterreste entgegen. Wenn ihr hier unten drunter guckt, müsst vom Xenon-Brenner wegdrücken das Ganze. So. Und dann ist das auch schon raus. Jetzt kann man hier oben kann man den Mechanismus sehen. Da drinnen. Da wird einfach so die Kugel hier eingehakt. Ganz einfach. Haben wir das raus? Können wir tatsächlich, dadurch, dass hier beide schon gebrochen sind, den einfach rausnehmen. Ist ein bisschen jetzt fummelig, weil ihr müsst diese komischen Gummitüllen hier durchschieben. So und so. So, dann ist noch ein Massekabel hier unten dran. Hier. Dann wir das Massekabel rausnehmen. Jetzt kann ich euch auch kurz nochmal den Leuchtweitenversteller zeigen. Hier ist das Ding so eingehakt. Und ihr müsst es halt quasi, wenn das so eingebaut ist, einfach nach links kippen, um das Ganze rauszumachen. Den brauchen wir rein theoretisch nicht. Wobei wir hier diese Reste rausnehmen müssen. Das hatten wir eben auch das Problem. Da sind noch Reste drin. Die müssen natürlich entfernt werden. Manchmal geht es mit der Spitzzange. Im schlechtesten Fall nicht. Da dürft ihr jetzt ein bisschen rumpopeln und die rausholen. Und natürlich, dann müssen wir noch die Reste hier rausfischen. Und hier oben die Reste auf der und auf der Seite da hinten. Da ist noch ganz, ganz bisschen dran, quasi rausholen. Ich habe ja gesagt, wir müssen die Dinger hier rauspopeln. Das ist wirklich nicht einfach. Und am besten nicht im Kopf darüber, falls ihr die doch rausbekommt. Die gehen meistens nämlich kaputt. So ein Scheiße. Also nehmt euch ein bisschen Zeit, Leute. Das könnte ein bisschen dauern. Ah, ich hab's raus. Zack. In diese kleine Kugel geht es. Das war einer, ich mach den anderen eben. Nachdem ich jetzt die beiden Dinger dann noch rausgepopelt habe, müssen wir das natürlich hier an unserem Lampenträger auch machen. Ihr könnt das natürlich auch mit Hand machen oder nehmt euch einen Akkubohrer. So. Zack. Und damit haben wir so einen alten raus. Da ist aber auch noch ein Stück drin. Ja. So bröselig die Scheiße. Das heißt, wir mal gucken, unseren kleinen hier unten rausgekriegen. Das ging auch relativ gut. Ja. So, damit hätten wir alle beiden raus. Und danke, lieber Kameramann. Wenn wir die neuen reinmachen. Bevor jetzt einer in die Kommentare schreibt, oder eben schon, ich weiß nicht, ob, ja, egal. Auf jeden Fall, einer von euch wollte eben bestimmt in die Kommentare schreiben, dass es die auch in Alu oder halt in Metall gibt. Richtig, ich habe die zu spät, glaube ich, das mitgekriegt, dass es die auch in Metall gibt. Die könnt ihr natürlich dann auch in Metall verwenden. Ich verlinke die euch unten und halt auch die ich verwendet habe. Ich denke, dass sie trotzdem relativ lange halten werden, weil ich denke mal, die haben jetzt auch locker mal eben ihre 15 Jahre plus gehalten. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass die jetzt hier auch direkt wieder kaputt gehen. Wäre natürlich besser, langlebiger, ne? Aber es geht natürlich auch so. Jetzt werden wir den ganzen Spaß hier wieder zusammenführen. Und zwar, ich komme das so, ne? Ja, so kommt das Ganze da rein. So, jetzt drücke ich hier mit dem Daumen drauf und drücke von oben.
mit dem Akkubohrer rein. Und so ein bisschen reingedreht, nicht so viel, ja, so eine Mittelstellung quasi. Ihr müsst natürlich hinterher die Scheinwerfer einstellen, natürlich, aber sollte klar sein in dem Moment, wenn sie hier draußen sind. Ne? Die andere Seite sieht ein bisschen anders aus, aber eigentlich selbe Prinzip. Auch wieder hier drauf. Ja, und dann. Das sieht gut aus. Relative Mittelstellung kann man da schon erkennen. Und jetzt können wir das Ganze rückwärts zusammenbauen. Jetzt müssen wir gucken, dass der einrastet hier. Wenn wir den jetzt quasi wieder reinstecken und ganz wichtig, die Masse wieder vorher drauf machen. Hier unten haben wir ja eben schon gezeigt, wo wir abgemacht haben. So, zack. Jetzt seht ihr jetzt hier oben, der quasi da rein möchte. So, dann gehen wir eben da auch. Also wie die andere Seite. Dass sie, wie gesagt, dass sie jetzt nicht richtig stehen, sollte klar sein. Ja, das müsst ihr dann machen. Jetzt müssen wir unser Getüdel hier wieder durchfummeln. So, haben wir die eine. Und hier ist die andere. Wie gesagt, die stehen jetzt ein bisschen kacke. Das ist aber ganz normal. Ja, auch am besten bitte erst einstellen, weil ihr seht, sie bewegen sich jetzt ja immer noch. Ja, quasi wie eben, wo sie kaputt waren. Das ist aber jetzt aufgrund, weil der Leuchtwendenregulierung fehlt. Ja, also jetzt nicht direkt ausrasten hier. Das ist auch das nächste, was wir reinmachen werden, nämlich die Leuchtwendenregulierung. Guckt, dass die Dichtung hier dran ist, ganz wichtig. Das hatten wir eben bei dem anderen, da ist ein bisschen die Dichtung verrutscht. Hat es aber noch geschafft hinterher. Ja, also aufpassen da. Dann das Ganze hier wieder so einfädeln, wie er eben losgemacht hat, wie ich gesagt habe, quasi nach links rüber und dann einhaken. So, zack. Da habe ich einen. Ja, da ist er drin. Es hilft, wenn ihr das so ein bisschen bewegt. Nicht ganz randrücken, auch nicht ganz locker lassen, logischerweise, weil rein theoretisch müsst ihr ja tiefer sitzen, als ihr ihn versucht halt zu bewegen. Aber das, denke ich mal, findet ihr schon raus. Jetzt können wir das Ganze wieder ordentlich hier hindrücken. Und wieder zusammenschrauben. So, haben wir das Ganze hier einigermaßen fest. Guckt, dass es richtig fest ist. Auch schön nicht eine anknallen und dann die anderen erst. Dann ist es schön, dass die Dichtung sich anlegen kann. Dann sind die auch hier hinten dicht. So, das war's auch hier. Jetzt können wir unser Hochspannungstransformator, Trafo, Gedingsel wieder ranmachen. Hier auch wieder die 8er Schrauben hier. Ja, also wieder diese grob Gewinde Schrauben. Zack. 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 Ja, jetzt können wir unseren Stecker hier drauf machen. Ja, und die Gummitüttel wieder richtig. Wie gesagt, dass das jetzt nicht richtig steht, macht euch da keine Sorgen. Das ist ganz normal so, weil, wie gesagt, der nicht eingestellt ist. Ihr könnt das jetzt natürlich noch mal ein bisschen grob einstellen, wenn ihr wollt, so dass es sich zumindest ein bisschen ordentlich, weil ihr seht, das sieht jetzt nicht so schön aus, dass das ein bisschen ordentlich steht, indem ihr das Ganze natürlich hier so ein bisschen justiert. So, das sieht, oh, das sieht sehr gut sogar aus jetzt. Ja, guck mal, ja gut. Ja doch, das kommt. Wie gesagt, das müsst ihr dann im Auto hinterher einstellen. Ja, man kann das alles noch so ein bisschen hier justieren. Aber nicht übertreiben, weil hinterher gehen die kaputt oder so. Und ihr werdet das sowieso einstellen müssen im Nachhinein. Aber so, ich denke mal, so ist es auf jeden Fall erstmal einbaufähig. Und dann hinterher im Auto perfekt justieren bzw. einstellen lassen. Jetzt teilen sich die Geister hier, ob man neue Dichtmasse verwendet oder die alte verwendet. Ich persönlich würde die alte verwenden. Haben wir jetzt bei dem anderen auch gemacht. Das hält Bombe. Das sieht auch super dicht aus. Ich kann nicht versprechen, dass es 100% dicht ist, logischerweise. Aber ich würde behaupten, falls es doch der Fall ist, dass es nicht dicht ist, kann man es immer noch dicht machen. In dem Fall hier, ihr könnt mal gucken. Wir haben hier eine wirklich sehr gute Klebekante, ne, die komplett rundherum geht. Beim letzten Scheinwerfer haben wir das Ganze einfach schön warm gemacht. Also komplett heiß gemacht, das Ganze, sodass der Kleber sich richtig schön bewegen lässt und richtig schön klebt. Weil hier klebt jetzt gerade gar nichts. Hm?
Bisschen. So, jetzt haben wir ihn runtergebogen. Nachdem wir das Glas wieder zurechtgebogen haben, gehen wir jetzt hier entlang, was ich eben gesagt habe, am Scheinwerfer. Wenn das hier mit dem Heißluftfilm schön warm machen, dass das Gummi halt wieder klebt. Boah, wird das ein bisschen laut? So, jetzt muss das Ganze ein bisschen schneller gehen. Das Ganze ist noch schön warm. Ich hoffe, das passt jetzt auch alles so. Oh ja, das ist sehr flüssig. Sehr warm. Aufpassen, nicht in den Kleber kommen. Das Ganze muss so ein Stückchen rüber. Das ist aber sehr schön warm, das ist gut. Das sieht sehr gut aus. Nochmal unten drunter, ob die Klipse da oben ist. Ja. Ja. Unten sieht gut aus. Na, der ist auf der Seite hier. Ja, ist aber auch drüber. So, das Ganze langsam rein. Hier der auf der hinteren. Na doch, der hat auch schon eingeklebt. Noch nicht. So. Zack. Zack. Wenn ihr so langsam reindrückt, ihr merkt, dass wenn das noch richtig warm ist, also es ist auf alle Fälle richtig schön warm gewesen. Man hat es auch gemerkt, obwohl ich angefasst habe, der Kleber natürlich richtig schön flüssig. Aber so soll es auch sein, das ist natürlich Ziel der ganzen Sache. So, jetzt hier unten den noch rein. Ja, wenn das nicht direkt auf Anhieb jetzt funktioniert mehr, dann mach das Ganze noch mal warm. Ne, das ist noch nicht. Jetzt aber. So. Und das sieht meiner Meinung nach sehr gut aus. Käppchen noch drauf. Richtig. Danke. So. Und drauf. So. Also ich würde sagen, das war ein voller Erfolg. Was sagst du? Der ging super. Der ging super, ne? Ging super. Ja, der ist nicht ganz hübsch. Das werdet ihr im nächsten Video sehen, dass wir den hübsch machen. Aber das Ganze sollte jetzt auch einstellbar sein. Das werden wir mal kurz kontrollieren. Perfekt. Ja, jetzt mal die andere Seite gucken. Ja, perfekt. Ach rein. Dann hat das funktioniert, was wir hier repariert haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie das jetzt hinterher funktioniert im Auto, sollte dann klar sein. Einstellen, fahren, habe ich auch dreimal gesagt. Danke fürs Filmen, lieber Christian. Gerne. Ja. Und wie gesagt, wir werden die jetzt aufbereiten und ich hoffe, das Video zieht euch auch rein, denn ich kann ja mal so zeigen, wie das aussehen kann. Bis zum nächsten Video. Nicht vergessen zu abonnieren, liken und natürlich einen Kommentar. Tschüss. Ciao.